Wir sind mit dem Robur auf dem Weg zum Braunkohlentagebau Jenschwalde. Jahrzehntelang hat der Bergbau in der Region für Jobs gesorgt. Aber in vielen Dörfern am Tagebaurand, sowie in Tauer, gibt es seit Jahren Beschwerden über mutmaßliche Bergbauschäden. Es geht ein Riss durch Tauer, aber nicht nur einer, sondern gleich mehrere. An vielen Häusern in Tauer sieht man sie. Risse im Mauerwerk, Spalten, die zum Teil fingerbreit auseinanderklaffen. Bei einem Anwohner ist das Grundstück auf mehreren Metern Länge abgesackt. Sogar die Bodenplatte hat Risse. Auch die Kirche ist von etlichen Rissen durchzogen. Bis vor kurzem gab es eine Schlichtungsstelle für Bergbauschäden. Dorthin konnten sich die Leute wenden, um sich außergerichtlich mit dem Tagebaubetreiber zu einigen. Hallo Tauer, schön, dass Sie alle gekommen sind. Was ist Ihr Problem hier in Tauer? Ja, unser Problem hier in Tauer ist, dass durch den Tagebau, durch das Wasserabpumpen im Tagebau, dadurch die Erde absackt und die Häuser reißen. Wie viele Häuser betrifft das denn in Tauer eigentlich und wann hat sich das erste Mal richtig gezeigt? Also es ging so circa vor 5 Jahren los mit den Rissen in den Gebäuden und ich würde jetzt mal eine Schätzung abgeben, so ungefähr 30 bis 40 Häuser sind es auf jeden Fall. Wir hatten vor einem Jahr reichlich plötzlich nachts einen großen Knall. Ich dachte erst, es hat uns jemand einen Stein in die Scheibe geschmissen. Es war unten, sag ich mal, im Vorratskeller, da ist der ganze Fliesenspiegel von der Wand gefallen. Warum können Sie ausschließen, dass es einfach vielleicht Pfusch am Bau ist? Spitz gefragt. Dieses Haus, was dort drüben steht, hat mein Vater 1980 gebaut. Und das ist fast bombensicher gebaut. Die Absenkungen, die wir hier haben, die sind nicht zu leugnen. Ich habe auch Risse in meinem alten Bauernhaus, in der Scheune, im Wohnhaus sind Risse. Gesims ist runtergefallen und hier muss irgendetwas passieren. Und das mit der Schlichtungsstelle, das finde ich mehr als, also das kann ich gar nicht in Worte fassen, was da abgelaufen ist. Das ist ja ein Schmierentheater, würde ich sagen. 3 Jahre lang gab es übrigens eine Schlichtungsstelle, die ist in diesem Jahr, sang- und klanglos kann man schon so sagen, ausgelaufen. Wir hatten das Wirtschaftsministerium angefragt, da war die Schlichtungsstelle nämlich angesiedelt, was denn die Gründe dafür sind. Und was die Antworten sind, da gucken wir jetzt gleich mal rein. Ich zeige es Ihnen mal. Die Grundlage ist einfach, dass Sie sich angeschaut haben, wie viele Fälle hatten wir denn in den letzten Jahren. Und noch mal zur Erinnerung, die Schlichtungsstelle ist 2019 ins Leben gerufen worden. Seitdem hatten wir insgesamt 23 Fälle in den 3 Jahren. Und von diesen 23 Fällen sind allerdings auch nur 4 Fälle überhaupt, weil sie zulässig waren, in der Schlichtungsstelle diskutiert worden. Und in 2 Fällen hat es dann auch einen Schlichterspruch gegeben. Und da müssen wir uns natürlich schon die Frage stellen, ob wegen dieser geringen Zahl es Sinn macht, diese Schlichtungsstelle mit der entsprechenden Struktur auch aufrechtzuerhalten. Also ich bin schlicht entsetzt. Es wird hier von einem Gutachten gesprochen, von einer Evaluation. Nach meinem Dafürhalten für eine gute Evaluation muss man natürlich die Leute befragen, für die sowas eingerichtet wurde. Die Schlichtungsstelle ist nicht für das Land Brandenburg eingerichtet worden, damit sie sich den Ärger vom Tisch holen, sondern sie ist eingerichtet worden, damit strittige Fälle zwischen Bürgern und Bergbaubetreiber geregelt werden. Und wenn Herr Fischer jetzt sagt, es waren halt so wenig Fälle und wir haben evaluiert, hat denn jemand mit den Bürgern gesprochen? Nach meinem Dafürhalten wurde nicht mit den Bürgern, die es eigentlich betrifft, gesprochen, um eine Evaluation durchzuführen. Jetzt, wo es die Schlichtungsstelle nicht mehr gibt, besteht eigentlich nur die Möglichkeit, gegen den Bescheid von der LEAG zu klagen. Und das muss man wirklich sich gut überlegen. Dafür braucht man das Geld, dafür braucht man den Anhalt, dafür braucht man ganz viel Kraft und Zeit. Wir haben eine ehrenamtliche Tätigkeit gemacht und da gehört es sich auch, dass auch wir angefragt wurden in der Evaluation. Ich habe bis vor 14 Tagen nicht gewusst, dass diese Evaluation stattgefunden hat. Die Schäden an den Häusern und die Wut über das Ende der Schlichtungsstelle sind das eine. Die Anwohner aus Tauer wollen uns noch die Lastzinswiesen zeigen. Wir nehmen sie mit dem Robur, ein Naturschutzgebiet, nur ein paar hundert Meter entfernt. Die Bäume, die wir hier sehen, die waren letztes Jahr noch grün gewesen und jetzt sind sie alle vertrocknet. Auch das eine mögliche Folge des Bergbaus. Ja, wir kommen hier jetzt. Zumindest gibt es etwas Hoffnung. In 4 Wochen wollen Politik und Bergbaubetreiber mit den Leuten in Tauer reden. Wir sind auch der Meinung, dass man diesen Faden nicht einfach fallen lassen darf und dass man sich überlegen muss, wie man die Schlichtungsstelle in einer geeigneten Form weiterführen kann oder muss, weil wir auch davon ausgehen, dass in Zukunft mehr Schäden entstehen werden, auch durch den Grundwasserwiederanstieg. Es gibt also eine Perspektive für die Leute hier in Tauer und ihre mutmaßlichen Bergbauschäden. Ende August gibt es einen Gesprächstermin mit allen Beteiligten im Landesbergamt und wir werden natürlich darüber berichten.